Du hast schon einiges versucht, um deine limitierenden Glaubenssätze loszulassen. Und rational weißt du eigentlich auch, dass diese Glaubenssätze unlogisch sind. Aber du fühlst es emotional nicht. Ging mir früher genauso, bis ich diese Methode entdeckt habe, die ich heute mit dir teile. Also schau das Video unbedingt bis zum Ende, denn diese Methode wird womöglich dein komplettes Leben verändern. Lass uns bei Punkt 1 anfangen. Denn wir wollen ins Gefühl gehen, nicht einfach hier oben arbeiten. Ich möchte, dass du bei diesem Video einmal kurz mitmachst. Und zwar visualisiere dir einmal, hol dir mal Bilder in deinen Kopf, wer du sein möchtest, was für ein Leben du haben möchtest, welche Ziele du erreichen möchtest, welche Beziehungen du haben möchtest. Visualisiere das einmal. Und du kannst gerne die Augen offen lassen oder zumachen, wie du möchtest. Geh da mal wirklich rein. Schau dir das wirklich mal an vor deinem inneren Auge. Hab Bilder in deinem Kopf. Und jetzt möchte ich, dass du die Stimme, die in deinem Kopf ist, mal lauter drehst. Dreh die mal lauter. Auf der einen Seite hast du die Bilder, auf der anderen Seite hast du diese nörgelnde Stimme, dieser innere Kritiker, der dir das Leben manchmal so richtig zur Hölle macht, wo du denkst, fuck, kannst du nicht einfach endlich mal die Klappe halten? Dreh den mal weiter auf. Dreh den mal richtig, richtig weit auf. Und falls du die Augen zuhattest, kannst du die gerne jetzt wieder aufmachen. Und jetzt hör dir mal bitte an, was der sagt. Hör dir bitte einmal ganz genau an, was er dir sagt. Sind da Zweifel? Macht er dich fertig? Sagt er dir, dass das, was du haben möchtest, komplett unrealistisch ist? Sagt er dir vielleicht, dass du zu alt oder zu jung bist, zu dumm, zu schlau, zu dick, zu dünn, dass du eine Frau bist und das nicht kannst, dass du ein Mann bist und das deshalb nicht kannst, dass du eine bestimmte Nationalität bist und das deshalb nicht kannst, dass du den richtigen Zeitpunkt verpasst hast? Hör dir mal ganz genau an, was er sagt und hör da einmal drauf. Und ich meine mit darauf hören nicht, ja, Sir, okay, Sie haben recht, nein, nein. Hör dir das mal so an, als würdest du einem guten Freund zuhören. Denn genau das passiert dabei. Er ist nicht dein Feind. Er versucht dich zu beschützen. Er sagt dir das, was dir in früheren Jahren einmal geholfen hat. Lass mich das erklären. Als du jünger warst, bist du bestimmten Situationen begegnet, mit denen du nicht umgehen konntest. Situationen, die neu für dich waren. Und diese Situationen waren unbekannt, also musstest du eine bestimmte Schlussfolgerung für dich finden, welche Sinn macht, dass du diese Erfahrung in eine Schublade packen kannst. Das kann in der Kindheit gewesen sein, das kann vorgestern gewesen sein. Das spielt keine Rolle. Und diese Interpretation hat dir in der Situation geholfen. Das heißt, der Glaubenssatz war dafür da, um dir zu dienen. Beispielsweise, vielleicht wurde in der Jugend dein Herz gebrochen. Oder vielleicht wurde letzte Woche dein Herz gebrochen, vielleicht letztes Jahr. Und die Schlussfolgerung, die du daraus gezogen hast, ist, alle Frauen sind Schlampen. Oder auf Männer kann man sich nicht verlassen. Die cheaten ja alle. Und das ist ein Glaubenssatz gewesen, welcher dir zu dem Zeitpunkt gedient hat. Er war dafür da, um dich zu schützen. Realisiere das. Und dieser Glaubenssatz will dich immer noch schützen. Denn diese Stimme in deinem Kopf denkt, warte mal, das ist in der Vergangenheit passiert, wer weiß, was in der Zukunft jetzt alles passiert. Also erzählt sie dir das. Und ich möchte, dass du einmal auf das Gefühl darauf achtest, auf das Gefühl achtest, welches hochkommt, während du diesen Glaubenssatz in deinem Kopf hast. Das wird sich einerseits unangenehm anfühlen, aber ist da auch eine Art von Vertrautheit, eine Art von, ja, das bin ich, eine Art von Komfort, eine Art von Sicherheit, weil dieser Glaubenssatz hält dich ja auch davon ab, in das Unbekannte zu gehen, nicht wahr? Und jetzt machst du Folgendes. Und das ist eine Sache, die ich letztens in einem Instagram-Livestream mitgegeben habe. Wenn du mir also auf Instagram noch nicht folgst, dann mach das unbedingt, @AlexanderWahler. Da gebe ich jeden Tag exklusive Inhalte mit, durch die Posts, durch die Story, durch Livestreams und du kannst mir auch per DM direkt Fragen stellen, auf die ich einmal die Woche antworte. Also mach das. Jetzt machst du Folgendes. Nachdem du auf diese Stimme gehört hast und du fühlst dich in deine Emotionen rein, begegnet dieser Stimme mit Verständnis. Nicht mit Gewalt, ich bekämpfe dich jetzt. Nicht mit wegrennen. Nein, sag mir das nicht. Es ist ein guter Freund von dir. Es ist dein bester Freund. Und wie fühlst du dich bei deinem besten Freund? Wohl, nicht wahr? Auch wenn er dir einen Rat gibt, der vielleicht nicht mehr gut für dich ist. Was machst du denn aber mit deinem besten Freund? Du schlägst ihn nicht, du läufst auch nicht von ihm weg. Du sprichst mit ihm darüber. Du sprichst mit deiner besten Freundin darüber. Also hör deinem inneren Kritiker genau zu und jetzt gehst du innerlich fast schon in einen Dialog. Als gäbe es dort diese Version A von dir. Version A, das ist die alte Version von dir, welche diese Glaubenssätze erschaffen hat. Sie haben dir gedient. Sie sind nicht deine Feinde. Sie wollen nur dein Bestes. Aber sie wissen nicht, dass du nicht mehr in der Vergangenheit lebst, sondern dass du im Jetzt lebst und in diese Zukunft, die du visualisierst,
gerne voranschreiten möchtest. Also hast du Version A und Version B, die neuere Version von dir. Und ich möchte, dass du einmal reinfühlst, wie sich Version A anfühlt und wie sich Version B anfühlt, welche diese Glaubenssätze nicht mehr hat. Und mach das einerseits auf der mentalen Ebene, weil da findet ja der Dialog statt, aber behalte dabei stets einen Großteil deiner Aufmerksamkeit in deinem Herzen oder in deinem Körper, dass du die Emotionen damit reinnimmst. Wenn du das nur auf mentaler Ebene machst, dann verschwendest du wortwörtlich deine Zeit. Und jetzt gehst du in einen Dialog zwischen der alten Version, Version A, und der neuen Version, Version B. Und du begegnest Version A mit Liebe, mit Verständnis, mit Dankbarkeit. Stell dir vor, du umarmst diese frühere Version von dir, welche immer noch in deinem Kopf lebt und dich die ganze Zeit zulabert mit diesen limitierenden Glaubenssätzen, die dich früher nicht limitiert haben. Sie limitieren dich jetzt. Und umarme diese Person. Umarme diese Version A von dir. Bedanke dich für ihre Hilfe und sag ihr, dass ihre Arbeit jetzt nicht mehr gebraucht wird. Die Situation, in der diese Glaubenssätze entstanden sind, die ist vorüber. Du bist jetzt älter, du bist reifer, du bist erwachsener, du bist weiser, du hast mehr Erfahrung gesammelt. Du brauchst diesen alten Glaubenssatz nicht mehr. Und du wirst überrascht sein, was passiert. Ich sage dir jetzt einfach mal nicht, was passiert. Ich möchte, dass du das selber erfährst. Mach das genau so. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben und ich empfehle dir Folgendes. Das ist eine Methode, eine, sagen wir mal, nicht wirklich fortgeschrittene Methode, die ich meinen Klienten mitgebe. Wo meinen Klienten gebe ich noch sehr viel fortgeschrittenere Sachen mit, welche noch effektiver sind. Und ich möchte dir gerne dabei helfen, diese Glaubenssätze loszulassen und zu der Version von dir zu werden, die du werden möchtest. Das kann ich aber nicht hier über Video machen, das kann ich nur machen, wenn wir mal face-to-face miteinander reden über Zoom. Was du machen kannst, ist Folgendes. Klick mal auf den Link unten in der Bio oder auch hier in der YouTube-Card. Da kannst du draufklicken und dich dann für eine kostenlose Beratungssession bewerben. Da wirst du mit mir oder mit einem meiner Coaches dann für eine Stunde sitzen und du schilderst uns einmal ganz genau, wo bist du nicht so glücklich, wie du sein möchtest? Wo lieferst du nicht die Leistungen, die du gerne leisten möchtest? Wo sabotierst du dich selbst und wo erreichst du nicht die Ziele, die du erreichen möchtest? Und wir werden uns das ganz genau anschauen und eine klare Lösung für dich definieren in dieser kostenlosen Session. Also, klick auf den Link in der Bio. In der Bio sage ich schon, wir sind ja nicht auf Instagram. Klick auf den Link unten in der Beschreibung oder auf den Link hier in der YouTube-Card und dann sehen wir uns da.